Hier jetzt drei Nadelbäume im Vergleich, die alle bei uns wachsen. Ein weiteres Video gibt es zu den Kiefern. Die Kiefern sind aber ganz einfach zu erkennen, weil sie immer zwei Nadeln zusammen haben. Also an der Basis, wo die Nadeln vom Ast weggehen, sind immer zwei zusammengeheftet. Hier, man hat mehrere Nadeln in Büscheln zusammen, so gefühlt 10 bis über 20 Nadeln, die jeweils in einem Büschel sind. Die Ausnahme sind die diesjährigen Triebe. Das ist nämlich der Fall bei der Lärche. Die Lärche ist auch unser einziger einheimischer Nadelbaum, der im Winter die Blätter verliert. Also diesjährige Triebe, einzelne Nadeln, hier bereits einige runtergefallen. Sie werden gelb, bevor sie runterfallen. Jetzt ist Anfang September, jetzt beginnen sie bereits zu fallen hier im Hochschwarzwald. Die an den vorherigen Jahrestrieben mehrere Büschel immer zusammen. Als nächstes kommen wir zu einem, der deutlich dunkler ist, die auch namensgebend war für den Schwarzwald. Der Schwarzwald ist nämlich ursprünglich ein Mischwald aus Buchen und Tannen und die relativ dunklen Tannen haben ihm den Namen gegeben. Sie sind die Nadeln selbst ziemlich flach, also wie flach gedrückt. Auch die Anordnung in den anderen Ästen ist relativ flach. Die sind also nicht gleichmäßig rundherum verteilt, sondern mehr oder weniger so zweidimensional in einer Ebene. Die Tannen sind besonders beliebt beim wiederkäuenden Schalenwild, also bei Rehen und Hirschen sind ja Leckerbissen. Wissen, das ist die größte Herausforderung, die hochzubekommen. Wenn sie selten mal verbissen werden, ist kein Problem. Wenn sie zu oft verbissen werden, werden sie aber überwuchert, zum Beispiel von dieser Fichte. Die Fichte schmeckt nämlich dem Schalenwild so gut wie gar nichts. Wenn sie die Fichte fressen, dann haben sie großen Hunger. Die Fichte, die Nadeln eher so trapezförmig im Querschnitt, also nicht abgeflacht, auch eher rundherum um den Ast angeordnet. Zusätzlicher Unterschied zwischen Fichte und Kiefer wäre die Zapfen. Bei der Fichte hängen sie und nur die hängenden Zapfen der Fichte fallen tatsächlich zu Boden, während bei der Tanne, bei der Weißtanne, stehen die Zapfen an den Ästen und sie lösen sich in die einzelnen Schuppen schon am Baum auf. Also wenn man beim Spazierengehen vermeintlich Tannenzapfen am Boden liegt, ist es eigentlich biologisch falsch. Es sind nämlich ziemlich sicher Fichtenzapfen. Dann als letztes eine eingebürgerte Baumart, die es besonders im Südschwarzwald häufig gibt. Das ist die Douglasie, gewisse Ähnlichkeit zur Fichte, also ebenso wie Tanne und Fichte, immer einzelne Nadeln, immer für sich alleine. Also ein bisschen heller im Farbton, ein bisschen so lockerer, ein bisschen vielleicht auch länger. Was aber ganz typisch ist für die Douglasie, ist der Duft nach Zitrusfrüchten. Also einfach sich ein paar Nadeln zwischen den Fingern zerreiben und daran riechen, dann wird man eindeutig den Zitrusduft kennen. Zapfen sehen ganz anders aus. Die Zapfen sind kaum länger, wie sie breit sind, viel kleiner. Ebenso bei der Lärche sind es auch ziemlich kleine, aber zur Lärche gibt es ein eigenes komplettes Video. Also die Douglasie, eingebürgert, wächst aber sehr gut. Ein sehr witterungsstabiles Holz, also ein sehr wertvolles Holz. Kann invasiv werden, das heißt, kann auch einheimische Bäume verdrängen. Also man muss vorsichtig damit sein, dass man nicht zu viel davon bekommt. Das Holz unter anderem für Außenanwendungen gut geeignet, zum Beispiel so für Terrassenholz.